Hallo zu einem weiteren Update im Videotagebuch für die jungen Apistogramma Kakaduides Super Orange. Das letzte Video war ja eine Zusammenfassung von Tag 2 bis 5. Verlinke ich an der Stelle nochmal ganz gerne oben. Heute sind wir Tag 7, also die erste Woche ist überstanden und insofern ja Tag 6 und 7 in diesem Video mal ganz kurz zusammengefasst. Hier mal aktuelle Bilder von heute Morgen, das Ganze absolut in der Mitte des Aquariums, wo sich die Mama mit ihren Kleinen aufgehalten hat. Heute Morgen das Ganze mal in Begleitung auch des männlichen Apistogrammas. Bisher war es ja immer so, dass er sich so ein wenig aus der ganzen Nummer herausgehalten hat, war immer so ein bisschen anteilnahmslos und man hatte nicht wirklich das Gefühl, dass er sich um die Brut oder um die Jungtiere kümmern möchte. Heute Morgen ist das ein bisschen anders da. Hier verteidigt er das Ganze gegen den kleinen Schwarm von Neons. Sieht man an den Neons ganz gut, dass sie davon doch ziemlich beeindruckt sind und sich sofort in einen kleinen Schwarm auch zurückziehen. Also das ist in jedem Falle sehr, sehr interessant mit zu beobachten, dass alleine schon die Präsenz des männlichen Vatertiers hier völlig ausreicht, um die Neons in Schach zu halten. Da gibt es überhaupt gar keine Attacken mehr, die von den Neons irgendwie gefahren werden. Sobald sich das männliche Tier hier irgendwie mit einbringt, sieht man die Neons nicht mehr irgendwie einzeln herumstreifen, sondern sind sofort kompakt in einem Schwarm und auch in einer komplett anderen Ecke oder zumindest mal mit genügend Sicherheitsabstand und trauen sich hier auch nicht weiter an die Jungtiere heran. Ich bin in jedem Falle gespannt, ob das Ganze jetzt hier so eine Momentaufnahme ist, dass er sich etwas mehr kümmert oder ob das Ganze jetzt mit Bestand so weitergeht. Vielleicht, das ist jetzt eine reine Interpretation von mir, hat er so das Gefühl, okay, wenn ich mich hier nicht weiter einbringe, dann bleibt von meinen Jungtieren nichts mehr übrig. Das war ja schon so, im letzten Update hatte ich das angesprochen, dass die Anzahl doch stetig immer weiter abnimmt und das ist leider immer noch so, dass es deutlich weniger Jungtiere sind als vorher. Und natürlich kann das gut möglich sein, dass er das Ganze eben genauestens beobachtet und eben jetzt auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wenn ich mich hier nicht mit einbringe, bleibt von meinem Nachwuchs nichts mehr übrig. Möglich, wir wissen es nicht. Das Ganze natürlich reine Interpretation von meiner Seite, allerdings ist es aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass so etwas im Bereich des Möglichen liegt. Wir wissen von einigen Fischen, dass gemeinsam gejagt wird, dass gemeinsame Strategien entwickelt werden, wie gejagt wird. Und ja, da möchte ich es auch gar nicht von der Hand weisen, dass eine gewisse Weitsicht vorhanden sein kann, wenn es eben schlecht um den eigenen Nachwuchs steht. Das Thema Fortpflanzung, Vermehrung ist ja sowieso ein primäres Lebensziel von ja eigentlich jedem Lebewesen und ja die Fähigkeit da einen Schritt logisch weiterzudenken möchte ich so einem Tier, was eben Brutpflege quasi schon in der Wiege liegen hat und auch beherrscht, gar nicht unbedingt absprechen, dass diesem Bereich des Möglichen einfach liegt. Das in jedem Falle mal ziemlich interessant mitzunehmen, dass scheinbar beim männlichen Apistogramma so ein kleiner Strategiewechsel vorhanden ist, etwas anders da an die ganze Sache heranzugehen. Ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Es bleibt in jedem Falle spannend, wie ich finde. Und die verbliebenen Tiere, denen geht es in jedem Falle richtig gut. Gefressen wird problemlos. Die kompletten Bewegungsabläufe sind jetzt schon deutlich flüssiger als vorher. Am Anfang in den ersten Tagen war dieses typische abgestachselte Schwimmverhalten noch zu sehen. Das ist jetzt deutlich koordinierter, deutlich flüssiger und macht in jedem Falle richtig viel Spaß. Dass hier einige Jungtiere leider nicht mehr vorhanden sind, hatte ich ja schon mehrfach angesprochen. Das liegt so ein bisschen an dieser ja zu ausgeprägten Ausflugslust der Mama gerade in den ersten Tagen. Da waren 5, 6, 7 verschiedene Standorte im Aquarium, wo man die Jungfische beobachten konnte. Die wurden von einer Ecke in die andere verfrachtet und das war unterm Strich alles ein bisschen zu viel des Guten. Speziell diese Rückholaktionen, also wenn sich ein Jungtier aus der Gruppe zu weit entfernt hat, dass die Mutter eben dann hinterhergeht, das Jungtier im Maul quasi zurücktransportiert, da bleibt doch schon sehr, sehr viel auf der Strecke. Speziell eben auch dann sehr, sehr vermehrt, wenn man als Jungtier dieses Verhalten oder diese Zeit eben gar nicht durchgemacht hat. Jetzt komme ich auf einen Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist und das ist eben die natürliche Aufzucht. Selbstverständlich wäre es das Einfachste gewesen, die Jungtiere bei Zeiten zu entnehmen, irgendwo separat aufzuziehen und so hätte ich dann die maximale Ausbeute an Jungtieren gehabt. Ja, war das mein Ziel? Nein, das war definitiv nicht mein Ziel, denn so etwas hat mit natürlicher Aufzucht und auch vor allen Dingen mit verantwortungsvoller Zucht aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun.
Denn was am Ende dabei auf der Strecke bleibt, ist dieses natürliche Brutpflegeverhalten. Das ist natürlich instinktiv in den Tieren drin, gar keine Frage. Allerdings, wenn die Tiere das selber niemals durchlebt haben, niemals selber durchlebt haben, tun sie sich am Anfang extrem schwer damit. Das kenne ich sehr, sehr gut aus meiner Zeit, als ich noch Malawiseebuntbarsche gepflegt und auch gezüchtet habe. Und da war es sehr, sehr häufig so, dass wenn man sich Tiere vom Großhandel oder woher auch immer geholt hat, teilweise auch vom Privat geholt hat, dass diese Tiere ja sich mit der Brutpflege im Maul, das sind ja Maulbrüter, extrem schwer getan haben. Da konntest du das Maultier, was eben die Kleinen im Maul hatte, separieren in ein anderes Becken, die hat die Kleinen irgendwo entlassen und hat sie aufgefressen, weil sie einfach damit nichts anfangen konnte. Solche Probleme hatte ich zum Beispiel mit Wildfängen nicht ein einziges Mal. Die Tiere konnte ich separieren, samt Brut im Maul. Die haben die Tiere entlassen irgendwo im Aquarium, haben sich da 2, 3 Wochen lang drum gekümmert, bis es dann irgendwann platztechnisch einfach nicht mehr ging und dann war das in Ordnung. Ja, die sind eben auf natürliche Weise groß geworden, die kennen dieses Verhalten und da gab es auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit. Gleich ist aber auch wiederum mit den eigenen Nachzuchten daraus. Also auch die wussten dann später im Alter, wie sie mit ihrer Brut umzugehen haben. Ja, also dieses Brutpflegeverhalten hier von den beiden ist dann eher so ein bisschen semi. Die wissen zwar instinktiv, was sie machen sollen, machen auch viel richtig, allerdings das Ganze noch so ein bisschen unausgereift. Und das deutet für mich dann doch eher so ein bisschen darauf hin, dass hier einfach nicht vernünftig aufgezogen worden ist, dass hier einfach viel zu früh separiert worden ist, wahrscheinlich schon ab Tag 1 direkt abgefischt worden ist, irgendwo separat aufgezogen wurde und das Ganze eben nur aus reiner Profitgier, was das ganze natürliche Verhalten angeht, interessiert ja keinen so ungefähr. Hauptsache, ja. Der Rubel rollt, möchte man fast sagen. Also das sind so Dinge, mit denen kann ich absolut nichts anfangen. Ja, ein ziemlich emotionales Thema auf jeden Fall. Deswegen will ich hier auch gar nicht so arg drauf eingehen. Kleinigkeit musste raus an der Stelle, denn was manche so als ja, Zucht deklarieren oder als Zucht hinstellen, hat mit Zucht nicht wirklich etwas zu tun. Das ist dann wirklich reine Vermehrung aus Profitgier, was auch immer. Oder vielleicht des eigenen Ego-Willens, um zu sagen, hier, ich muss da unbedingt XY an Stückzahlen rausbekommen. Das ist nicht mein Ansatz, definitiv nicht. Bei mir ist die natürliche Aufzucht immer im Vordergrund gewesen und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das hier einfach nochmal klar und deutlich auch zum Ausdruck zu bringen. Ja, dass man als kleines Update heute Tag 7 für die jungen Abistogrammas möge es natürlich weitergehen und wenn es am Ende nur eine Handvoll Jungtiere sind, wäre das auch schon mal ein kleiner Erfolg an der Stelle. Auch die beiden werden ihre passenden Rückschlüsse ziehen aus diesem allerersten Versuch, den sie eben hier gestartet haben und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wenn ihr Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare, da freue ich mich immer wieder sehr auf euer Feedback. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.